Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Geheimakte Tunguska. Heute geht es weiter. Wir müssen aktuell noch die Medizin für den Evenke-Dude hier kochen oder finden wahrscheinlich eher. Und wir müssen hier das Pergament noch korrekt zusammen kleistern, damit wir eben wissen, was das für ein Medikament ist. Ich schätze mal, wenn ich mich an draußen erinnere, wird es sicher irgendwas mit Enzian, Tomaten und einem Nussknacker zu tun haben. Aber erstmal... Womit soll ich die einstreichen? Mit Baumharz. Noch ist das Harz flüssig und lässt sich bestimmt auch ganz gut verstreichen. Und zwar auf das Pergament. Mal schauen. Wenn ich das Harz ganz vorsichtig über die Pergamentschnipsel streiche... Haha, sehr schön. Es hat geklappt. 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Okay, Moment. 5 Teile Quell des Lebens, was das Ganze be... Quell des Lebens wird garantiert Wasser sein. Das Problem ist, wir haben keinen Becher mehr. Was so ein bisschen blöd ist. Oh, aber eine Sache, Moment... 5 Teile Quell des Lebens, Wasser? 2 Teile Wurz der Tränen, Tomaten vielleicht? 1 Teil Blut der Nacht, 3 Tomaten? Teile Tropfen des Rausches. Wodka. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Das heißt, das Ganze das heißt wahrscheinlich, bevor es kocht. Nur hier Wurz der Tränen und Blut der Nacht könnte, glaube ich, beides Tomaten sein oder das eine Tomaten und das andere irgendwas anderes. So, erstmal machen wir es natürlich warm. Geht's jetzt besser? Der alte Mann sieht wirklich gar... Geht's jetzt besser? Ich meine, wir haben schon das Feuer gemacht. Väterchen, ich brauche deine Hilfe. Das kennen wir schon. Feuer machen gehört mittlerweile zu meinen Spezialitäten. Was, ist das erste Mal, dass wir Feuer... Nee, stimmt nicht, das ist das zweite Mal, dass wir... Haben wir schon? Ich glaube, es ist nicht das erste Mal. Egal. Oh, Moment. 5 Teile Quell des Lebens. Was... Blut der Nacht könnte auch Ketchup bedeuten, weil... Was sagt sie nochmal bei den Tomaten? Lass mir das nochmal kurz anschauen. Der gescheiterte Versuch, einen Tomatenstrauch anzupflanzen. Für die Biologen, lateinisch Solar... Nachtschattengewächse. 5 Teile Quell des Lebens, was das ganz... Blut der Nacht wird Ketchup sein. Die Frage ist dann der nur... Der gescheiterte Versuch, einen... Nein, falsch. 5 Teile Quell des Lebens, was das ganz... Wurz der Tränen. Ist das zufällig Wurz der Tränen? Sibirischer Enzianlauch. Scheint die einzige Pflanze zu sein, die hier blüht. Keine Ahnung, ob die unter Naturschutz steht. Ich weiß, sie steht unter Naturschutz. Ich bin auch ganz vorsichtig. Das klappt tatsächlich. Es war jetzt einfach mal nur so eine Idee. Ach, Wurz, Moment, Wurz der Träne. Warum Träne? Die ist noch halbwegs frisch. Also wir haben jetzt, glaube ich, alle Zutaten zusammen. Wir haben... 5 Teile Quell, was... 5 Teile, was... Wir haben Wasser. Wir haben hier Blut, was? Hier das Blutzeug, Wurzel, hier den Wodka und... Kochen müssen wir es. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo wir das machen müssen. Ich nehme das mal wieder mit, weil wir das wahrscheinlich auf der Feuerstelle brauchen. Problem ist nur, dass wir keinen Becher haben. War hier innen nicht ein... Bevor ich hier nicht irgendwas rausgefunden habe, was ein bisschen Licht in das Dunkel der Entführung meines Vaters bringt, werde ich hier nicht wegfahren. Ich will nur reinschauen. Müll.
Schade, dass die Zivilisation... Können wir irgendwie aus dem Müll irgendwas mitnehmen oder irgendwie? Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, die ganzen Sachen zusammenzumengen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren soll. Wir machen einfach mal den hier, weil das wird sicher richtig sein. Okay, stell es daneben. Okay. Wir brauchen vielleicht... Ich könnte damit die Zwiebel auspressen, aber da läuft mir dann der ganze Saft daneben. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen irgendein Glas. Den Wodka? Die Schaufel. Moment, wir nehmen das mal. Also, aber das können wir ja nicht. Nein. Anscheinend will der Alte nicht... Wir brauchen ein Behältnis. Und wir hatten einen Becher. Warum geben wir den Becher weg? Ah, Moment, das leere Fass vielleicht. Das Fass ist jetzt leer. Hm. Ein schönes Tier. Wie schön es wohl erst als... Geht's hier weiter? Jeep? Nein. Puh. Gute Frage. Was nehmen wir denn jetzt hier als... Baumharz? Der Baum ist ziemlich klebriges Zeug. Wenn ich das Zeug anfasse, bekomme ich es nie wieder von den Händen. Mit der Schaufel? Nein. Ah, Moment. Nee. Die Schwefelschwaden sind verschwunden, nur der Gestank ist geblieben. Aber hier ist auch nichts, was wir als... Hä? Ich stehe mal wieder total auf dem Schlauch. Das Ding hat allen möglichen... Eine Schachtel Streit... Das, was man hier... Ein Tütchen Tomatenketchup. Macht einen recht stabilen Eindruck. Können wir irgendwas mit uns selbst benutzen? Moment. Ich habe hier keinen Empfang. Wir brauchen irgendwas... Irgendwie ein Glas oder sowas. Die Zwiebel auspressen. Ich könnte damit... Aber dann geht alles daneben. Das heißt, wir brauchen eigentlich irgendetwas, wo wir das auffangen können. Ah, Moment. Können wir... Wir können hier das Ding nicht mehr mitnehmen. Aber vielleicht die Tränke? Wenn ich weiterhin so liebevoll... Nein. Das können wir auch nicht mitnehmen. Das Fass ist jetzt leer. Ich bin gerade so ein klein wenig überfragt. Ach Moment, hier ist eine Schüssel, aber die können wir nicht verwenden. Quell des Lebens. Ach Moment. Väterchen, wach auf. Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Der Alte will wohl, dass ich es in der Fiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Medizin beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Okay, das ergibt Sinn. Fünf Teile Quell was? Fünf Teile Quell des Lebens, also fünfmal Wasser. Fünf Teile vom Quell des Lebens. Habe ich. Okay, ich dachte, wir müssen das jetzt manuell machen. Dann als nächstes... Fünf Teile was? Zweimal Wurz der Tränen. Das muss das sein. Achso, und wir brauchen das hier und diesen so, hier. So, das müsste die richtige Dosis sein. Gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Na, wird schon. Alright. Fünf dann Teile Quas- ein Teil Blut der Nacht. Ist das Ketchup? Ketchup besteht aus Tomaten. Tomaten sind Nachtschattengewächse. Könnte also durchaus hinkommen mit dem Blut der Nacht. Ich probier's mal. Wir haben keine andere Möglichkeit, also was willst du machen?
Okay. Wobei, hier sind Tomaten draufgezeichnet. Also. In der Fiole sind folgende Zutaten. Ein Teil Blut der Nacht, zwei Teile Wurz der Tränen, fünf Teile Quell des Lebens. Fehlt fünf noch... Fünf Teile Quell des was... Drei Tropfen des Rausches. Ein paar Tropfen des Rausches. Die Zutaten müsste ich jetzt alle beisammen haben. Im Rezept stand aber noch, einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was bedeutet das nur? Dass wir es aufköcheln müssen. Ist zumindest die logischste Erklärung dafür. Hoffentlich fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich habe zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet... Verdunsten? Das ist es! Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Sehr schön. Und wir haben sie. Ich würde das Zeug für kein Geld der Welt trinken. Hoffentlich hilft es dem alten Mann. Bisschen Wasser, Ei, also Wasser mit einem guten Schuss Wodka, ein klein wenig Tomatenketchup und eine nicht unordentliche Menge von Zwiebelsaft. Also, wenn er irgendwie vorm Erbrechen ist, würde ich das auch nicht trinken, aber vielleicht hilft's. Trink, Väterchen. Es wird dir hoffentlich helfen. Danke. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Ja, ich habe... nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja, woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen... Ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch. Aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von... Wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja, Wladimir war sein Name. Er kam damals zu mir, so wie du heute, mit den gleichen Augen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber... Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig. Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald und er stellte Fragen. Die falschen Fragen an die falschen Leute. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen... Väterchen, deine Worte mögen weise sein, aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Akti betreten. Jener Donnervögel, die seit dem Jahr der großen Katastrophe... Jedes Wesen mit endlosem Siechtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe. Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge, die sich keiner vorzustellen vermag. Der Evenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl
Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Donnervögel würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das Flugzeuge sind. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Okay, aber zuerst haben wir hier noch einen Eintrag. Die beiden. Tunguska-Region. Also Vergangenheitsbewältigung. Tunguska-Region. Die Stelle, an der sich vor fast 100 Jahren die Tunguska-Katastrophe ereignete, müsste ganz in der Nähe sein. Demnach war auch Ninas Vater auf seiner Expedition hier. Aber wo genau? Vielleicht bringt die Spurensuche in der Vergangenheit etwas Licht ins Dunkel der Gegenwart. Die verbotene Zone. Tunguska-Region. Dem alten Evenken geht es wieder besser. Er berichtet von seinem Sohn, der trotz eindrücklicher Warnung in die Region der Abstürzstelle ging und ein seltsames Bruchstück fand und für immer verschwand. Und er berichtete von Ninas Vater, der nicht auf seine Warnungen hören wollte. Peres musste teuer dafür bezahlen. Auch Nina wird von ihm gewarnt. Aber soll sie jetzt noch umkehren, so kurz vor dem Ziel? Ja, und Peres ist dann offenbar in dieser Militärklinik gewesen und dem ging's dann wie den anderen Patienten, wie wir hier gehört haben, hat eine mysteriöse Krankheit angezogen. Gibt's offenbar ein paar Sachen. Hier gibt's noch einen Weg zur Seite. Und hier gibt's... Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Dann gehen wir sicherheitshalber nicht in den Sumpf. Auch nicht mit dem Spaten. Erstmal ein bisschen Mut antrinken. Nee, okay, wir müssen garantiert da rein. Erstmal aber reinschauen. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Ja, da könnten sie einschlagen, aber sonst... Gehen wir rein. Oh, hier ist tatsächlich was. Hier ist ein alter Filmprojektor. Oh, Lappen. Ein alter Lumpen. Den nehmen wir. Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Ja, habe ich auch von gehört, dass diese Dinger fast nicht kaputt zu kriegen sind, weil sie halt wirklich zu 99% mechanisch sind. Ohne Strom funktioniert der nicht. Okay, also wir brauchen Strom. Wir haben hier noch einen Kamin. Alter, wir haben echt einiges. Ein Rätsel. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das hinstellen sollen. Also warten wir nochmal. Wahrscheinlich müssen wir uns dafür erst den Film anschauen. Nichts Besonderes zu erkennen. Ist aber auch stockdunkel. Okay, also wir müssen Licht machen. Da ist ein Kamin. Ach, Moment. Ein kleines Stück Alufolie. Das hätte ich never ever hier gesehen. Ein kleines Stück Alufolie. Wir können es trotzdem nicht anzünden. Den Lumpen können wir auch nicht anzünden. Der Kamin, hier oben ist nix. Hier auf der Seite, das ist nix, das ist nichts. Ah, Scherben. Okay. Ich überlege gerade, ob eine Scherbe eigentlich immer kaputt ist oder ob es auch heile Scherben gibt. Ich werde die Frage mal meinem ehemaligen Philosophieprofessor stellen. Es ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich überlege gerade... Nein. Scherbe. Sonst... Das Fenster ist von außen ja dreckig gewesen und wir haben einen Lumpen. Sollten wir also sauber machen können. Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen?
Jetzt sei mal nicht so zynisch. Wir können reinschauen. Ich weiß, das Fenster ist noch nicht komplett sauber. Aber das muss vorerst reichen. Ja, schau rein. Ich weiß. Haben wir jetzt umsonst geputzt? Gibt's hier noch was? Nö. Hier drin noch was? Nö. Okay. Dann gehen wir mal hier hinten rum. Oh. Sind wir jetzt näher an dem Ort des Einschlags oder sind wir jetzt... Wahrscheinlich, oder? Vielleicht ist ja genau hier unterhalb so diese geheime Forschungsstation. So ein bisschen wie in dem Resident Evil Film, der in der Wüste spielt. Ich glaube Extinction hieß er. Resident Evil Extinction. Dem Film, nicht einem der Spiele. Da war ja auch so eine unscheinbare Hütte mitten in der Wüste und darunter dieses Geheimlabor. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Das brauchen wir. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber hier ist Treibstoff. Hier ist zumindest ein Tankwagen. Ein alter Trinkwassertank. Ach, Trinkwasser. Oh, okay. Ich dachte, wir können ihn jetzt vielleicht in den... Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Der Zahn der Zeit hat kräftig daran genagt. Große Risse oder Löcher sind aber keine zu sehen. Immerhin. Alright. Was können wir da reingeben? Ein Generator für die... Ja, okay. Wir brauchen irgendwo... Oh, Petroleumlampen? Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Aber das reicht doch never ever. Ein bisschen... Hä? Glaube kaum, dass ein Dieselgenerator mit Petroleum funktioniert. Außerdem ist sowieso kaum noch was in der Lampe. Genau das wollte ich sagen, aber es wäre nicht das erste und nicht so ganz logische Ding, was in einem Point-and-Click-Adventure funktioniert. Hier ist ein Weg, hier ist nichts. Ich glaube, das war's, oder? Ach nee, da war's doch noch nicht. Alter, spule ja genau. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Mit dem Strom einfach mal Alufolie probieren? Anzünden wäre blöd. Da ist Trinkwasser drin, das bringt uns ja nichts. Dann müssen wir noch weitergehen. Okay. Jetzt sind wir auf einmal in einem Wunderland gelandet, oder wie? Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Ja, ein bisschen zu viel. Ich sag's ja auch mindestens zweimal pro Folge, ganz am Anfang und ganz am Ende. Ah, Trinkwasser jetzt hier wegnehmen funktioniert nicht. LKW-Wrack. Alter, hier geht's noch weiter. Willst du mich verarschen? Wow, was für ein Monstrum. Ich frag mich nur, wie der hierher gekommen ist. Wahrscheinlich damals, als sie das untersucht haben. Tank. Genau das habe ich gesucht. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Nice. So. Nein, du sollst... Ich habe den Schlauch in den Tank gehängt. Wow. Ach, können wir jetzt in die... Nee, in die Petroleumflasche. Hä? Ach, in die Wodkaflasche. Das, was man hier in der Region... Ah, okay, I get it. Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Na zdorovje. Ups, ich bin wohl etwas außer Übung. Okay. Der Rest von dem Diesel aus dem alten LKW. Aber hier geht's ja auch noch weiter. What the fuck, einfach nur. Ach, hier ist sogar noch irgendwas. Felge. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Zwei Muttern. Brauche ich die für die Spule? Eine Mutter. Eine Mutter. Kein Witz darüber. Schade. Ja, und hier geht's noch weiter. Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transsib eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend.
Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Ich find's nur sehr cool. Ich frage mich auch gerade, was ist eigentlich aus den Wissenschaftlern hier, aus dem Assistenten, Dr. Lesniak, Dr. Sodorkin geworden? Was ist aus denen geworden nach dem Zugsunglück? Weil wir waren ja die Einzigen in dem Militärkrankenhaus und wir können doch nicht die einzige Überlebende gewesen sein, oder? Und wer sind diese Schatten, also diese Maskenmenschen? Die Anlage wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Kaum vorstellbar, dass sie schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben soll. Ob ich wohl jemals hinter ihr Geheimnis kommen werde? Ich schätze schon. So, aber sonst... Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Durchaus. Sonst ist nix. Okay. Alles klar, und da wir hier auch alles haben, würde ich sagen, was auch immer, also den Lappen haben wir verwendet. Was wir mit der Alufolie und der Scherbe und den Muttern machen, kann ich mit den Muttern hier was reparieren? Ah, kann ich tatsächlich. Ich habe die Mutter in die Nähe der Spule gehalten. Sie ist aber weder magnetisch geworden, noch kann man mit ihr Strom erzeugen. Glaube ich zumindest. Dafür müssen wir wahrscheinlich zuerst hier Sprit reingeben. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Ja, ich glaube nicht, dass ein Generator wirklich kaputt gehen kann, weil das ist ja nur ein Motor. Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Toast. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Oh, bei dem Rätsel. Da waren doch so kleine Aufsätze für Norden, Süden, Osten, Westen. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Die Mutter ist magnetisch aufgeladen. So etwas soll's geben. Alright. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Und jetzt kann ich wahrscheinlich hier drin was machen. Die Frage ist, was? Jetzt haben wir Strom. Da ist keine Filmrolle drin. Jetzt brauchen wir noch eine Filmrolle. Dafür werden wir wahrscheinlich hier das Rätsel lösen müssen. Ein kleiner Metallstift. Oh. Nee. Aber die ist doch noch... Die Mutter ist magnetisch. Die ist magnetisch. Passiert nichts. Oh, Moment. Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben, aber noch ist nichts passiert. Aber wo lang muss der zeigen? Moment. Abstützstelle, Bruchstück. Also hier ist ein Pfeil nach Norden. Eventuell, dass Norden die Lösung des Rätsels ist? Wenn ja, ist es ja nicht allzu schwierig. Passiert nichts. Also wir wissen halt noch nicht... Ein kleiner Metallstift. Wir wissen noch nicht, wo das hinzeigen muss. Ich schätze mal, wir brauchen zuerst die Filmrolle. Ah, Moment, aber Alufolie wird doch auch magnetisch. Nee.
Moment. Ich meine, wir können hier irgendwas mit dem Fluss schätzungsweise machen. Eine Sache habe ich noch nicht probiert. Nämlich hier rausschauen. Durch das einfallende Sonnenlicht sieht die Hütte zumindest ein bisschen freundlicher aus. Einfallende Sonnenlicht. Das heißt, da lang ist Süden, oder was? Ich sollte besser aufpassen. Wir konnten das hier sauber machen. Ich weiß, das Fenster... Ja, aber warum reicht das? Ich hab's noch nicht so ganz gecheckt. Noch habe ich es nicht ganz heraus, was ich jetzt davon halten soll. Können wir im Kamin den Lappen anzünden oder die Alufolie? Die Wand ist völlig verrußt. Da kann man nicht mal eben kurz drüber wischen und alles ist wieder sauber. Nein, aber du sollst hier anzünden, die Alufolie. Die Wand ist... Okay, nee. Ich werde die Lampe mal anzünden. Oh! Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Nein, das war schon richtig. Ach, und jetzt? Ich kann nichts Besonderes entdecken. Noch nicht. Die Wand ist völlig verrußt. Nein. Da kann man nicht mal eben kurz drüber wischen und alles ist wieder sauber. Ich kann nichts Besonderes... Durch das einfallende Sonnenlicht sieht die Hütte zumindest ein... Muss ich jetzt so lange hier mich rumspielen, bis irgendwas passiert? Ich kann nichts besonderes... Gefühlt müssen wir noch irgendwas machen. Wir können davon kein Foto machen... Mit der Scherbe nix, mit der Mutter nix, mit der Alufolie nix, mit dem... Ah! Die Wand ist fest. Nein, eben nicht. Ich kann nichts besonderes... Okay, wir bekommen die Lampe auch jedes Mal wieder. Das heißt, ich kann sie auch nicht da drin lassen und dann zum Fenster gehen. Durch das Einfallende... So. Das ist echt ein bisschen komisch. Ein Generator, wenn ich mich richtig erinnere. Magnetismus hier. Die Mutter ist. Moment, vielleicht. Das letzte bisschen Diesel ist jetzt raus. Der LKW ist schon fast bemitleidenswert. LKW-Wrack. Gefühlt müssen wir aber noch irgendetwas machen. Und hier war ja wirklich nichts. Beim Fluss können wir auch nichts. Ah, Moment. Nein, wir können den Lappen auch nicht nass machen. Das wäre jetzt meine Idee. Aber... Können den auch nicht mit Diesel tränken. Oder hier mit Wasser aus dem Tankwagen sauber machen. Petroleumlampe. Ein bisschen Petroleum. Ich sollte besser aufpassen, wo... Aufpassen, wo ich hintrete. Ich bin gerade ein bisschen nicht ganz... Weiß ich nicht, was hier passieren soll. Ich meine hier... Das hier braucht... Irgendeine Erklärung noch. Weil ich keine Ahnung habe. Ich meine, ich kann das in bestimmte Richtungen ausrichten, aber ich brauche in welche Richtung. Und das steht, glaube ich, hier in der Wand. Also hier beim Kamin. Aber wie?
Wir kommen ja auch nicht auf die andere Seite von dem Haus. Es ist nur Sumpf. Ich sollte... Naja, ich würde sagen, wir schauen einfach das nächste Mal, ob hier was dann passt. Wir brauchen einen Projektor. Hier die Filmrolle, die wird vielleicht da drinnen sein, aber wie man es einstellt, wird hoffentlich dort sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Und was wir hier zu tun haben, darüber grübeln wir das nächste Mal. Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Geheimakte Tunguska. Und tschüss, Leute.